Dein Auto ist nicht gut dafür gemacht. Das ist auch ein sehr vorteilhafter Winkel. Ich sehe noch kleiner aus, als ich tatsächlich bin. Hallo und willkommen zum heutigen Monthly Recap des Monats, Monat Mai. Hallo, ich bin Xenia. Sie ist heute Xenia, weil Xenia hat mich gerade abgesetzt und ich habe vergessen, diesen Bums hier zu filmen. Ah! Ich halte euch jetzt. Naja, gehen wir mal ins Intro. Also der Monat hat damit angefangen, dass ich an der Ostsee war. Was wackelt denn das jetzt so? Der Monat hat damit angefangen, dass ich an der Ostsee war mit meinen Eltern. Ein bisschen Urlaub gemacht, so eine Woche. War eigentlich ganz nice. Ostsee, 9 Grad. Joshua beim Anbaden. Das sind nur Algen, die tun da nichts. Und wir waren da in so einem Sandmuseum. Es war eigentlich echt ganz fancy, aber seht selbst. Es wird zu groß sein. Ich hab dir gar nicht zu. Ich bin gerade in einer Sandausstellung. Ich zeige euch mal. Hier werden quasi Sandskulpturen gebaut, aber richtig fein. Nicht nur so Sandkastel. Hier sieht man auch so ein bisschen wie. Ja, sieht aus wie viel Arbeit. Australien, Amerika, Costa Rica. Guck mal, ganz weiß hier. Sand, sorry. Ach, und hier kannst du selber was bauen. Okay, ich mache euch jetzt eine kleine Montage, ja? Alles. Tolle Ausstellung. 10 von 10. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal in Travemünde seid. War eigentlich echt fancy, ne? Sogar von Wednesday was. Also es waren voll viele aktuelle Sachen dabei. Ja, war nice. Nach Joshs Urlaub haben wir Müllermilch getastet. Genau, weil ich eine krasse Obsession mit Müllermilch habe. Weil ich keine Milch vertrage. Win-win-Situation. Okay, ich habe in letzter Zeit ganz schön eine Obsession mit Müllermilch entwickelt, woher auch immer das kommt. So dachte ich mir, gehe ich in jeden Supermarkt in meiner Nähe und kauf mir alle Fake-Müller-Milch, die es gibt, und die echte. Und dann compare ich, welche die beste ist. Ich bin ganz Vanilla gegangen und habe Vanille genommen. Wir haben einmal die normale Müller-Milch natürlich. Die tolle Milch von Lidl. Dann war ich noch bei Edeka. Hier, das ist die von Edeka und die von Netto. Vom Edeka habe ich nur die Erdbeermilch bekommen. Probier mal die als erstes. Relativ neutral. 8,5 Gramm Zucker, 6 von 10. Okay, als nächstes nehmen wir die von Netto. Ich will auch mal probieren. Willst du? Marie. Super. Okay, Netto. Ich schmeckt so ein bisschen nach Fake-Vanille. Okay, als nächstes die von Lidl. Die finde ich besser. Willst du? Ja. Komm hoch. Ich glaube, die war die beste. Und dann natürlich noch am Ende die Classic Müllermilch. Das ist aber Zero. Zucker, null Zuckersatz. Da ist ja nur kein Zuckersatz drin. Das ist jetzt auch nicht Zero. Da ist 5 Gramm Zucker. Aber weniger Zucker auf jeden Fall, ne? Okay. Jetzt finde ich die am besten. Ja? Obwohl ich fand die erste Vanille fand ich nicht gut und die letzten zwei waren okay. Also ich glaube, die finde ich schmecken fast gleich. Die vom Netto schmeckt ein bisschen faker süß. Das ist halt Erdbeeren, ne? Ich glaube, Gewinner ist für mich die Milbona Milch. Weil die kostet weniger als die Müllermilch und hat mehr Inhalt. Okay, es ist ein paar Tage später, aber ich war bei Aldi und ich habe die Aldi-Milch gefunden. Also schauen wir mal, wie die ist. Oh, die ist gut. Ich würde die vergleichen mit der Lidl-Milch. Die Lidl-Milch gewinnt immer noch. Und, hattest du danach Durchfall? Kein Kommentar. Also die Lidl-Milch war auf jeden Fall die beste. Ich fand die eigentlich echt ganz nice. Wir schalten jetzt weiter zu Xenia und Vicky und mir auch. Wir haben uns nämlich getroffen nach Xenias letzter Abiturprüfung und haben mit ihr ein bisschen gefeiert. Ach Gisa, hast du das letzte Abi geschafft? Hab ich gemacht! Ich war bei dem Referat 2 Minuten zu kurz, saß da, weil ich so schnell geredet habe. Da sind ja noch 2 Minuten. Was machen wir denn? Hat 2 Minuten. Was hast du denn gemacht? Das ist voll Och, Gelande. Vor allem ist es da halt schon länger drin, ne? Ich hab gesagt, mach nicht immer runter. Ich wusste nicht, ist der weg? Hallo? Du hast doch gar nichts gemacht, ich oder? Ich hab auch nichts gemacht. Ich hab nur das Ding oben abgenommen. Diese Verpackung da, dieses hier. Ist ja so heiß heute. 30 Grad, lass mal an See.
Ja, wir wollten jetzt irgendwo picknicken gehen. Ich dachte, wir gehen jetzt schwimmen. Sie fahren nach Frankfurt. Oh, Bikini so, ich hab gar kein Bikini. Ich würde jetzt nicht in den Main reingehen, in Frankfurt. So warm. Trinken wir jetzt hier zum Einstieg bereit. Lustige Trophäen. Scheiß auf die Arbeit, scheiß auf deinen Chef. Wir gehen feiern, brauchen kein Cash. Gib mir ne Kippe, gib mir dein Bier. Die Nacht ist jung, denn es ist grad mal um vier. Ich geh heute mit meinen Fotzen in den Club. Wir kommen rein und jedes Opfer hier guckt. Dieser Scheiß fickt deine Boxen kaputt, denn ich bin heute mit meinen Fotzen im Club. Fotzen im Club. Hallo! Ach, die Sun ist so strong! Voll weht! Ja! Es regnet! Ah, mein Gott! Hat gerade voll fett geblasen! Das hat gerade auch alles ausgerastet! Das ist komplett bedingt! Das hat geblitzt! Alles! Oh mein Gott. Du musst mir ein bisschen schneller kommen. Nee. Ich wollte jetzt selber stehen bleiben. Ich wollte jetzt selber stehen bleiben. Hast geblitzt. Wenn es da blitzt, wenigstens blitzt bei der Ampel nicht. So ist es. Genau, ja. Also ich bin jetzt auch fertig. Ich habe zwar noch nicht bestanden, aber ich bin fertig. Da, safe. Fertig mit der Welt. Ich mache euch dann mal ein Video am Freitag und öffne dann zusammen mit euch die E-Mails und guck dann mal, ob ich bestanden habe. Ich brauche nochmal ein Update zu uns. Ich habe mein Auto wieder. Leute, da steht er. Ist wieder repariert. Sieht wieder 1A aus. Hey, Pippi. Hat der lang genug gedauert? Gelando und ich haben immer noch keine Wohnung gefunden. Wir gucken gerade nach Urlaub. Und der Vlog geht auf Reisen. Und Tour! Und Tour! Ich bin auf der Warteliste von meiner Schule. Genau. Scheiße ist das. Okay, das war's für heute. Was ist bei dir übrigens dann für eine Erleuchtung? Du kommst aus dem Himmel, oder? Tschüss, tschüss. Marie hat mich gebeten, nochmal die Kamera anzuschmeißen. Ich hab was gemacht. Oh, es war süß geworden. Da ist ein Ei. Das Ei ist voll gut. Ich mag die goldene Kruste. Ja, gell. Ich dachte vorhin, als du das gemalt hast, so, hä, warum ist das Ei gelb an der Seite? Ich hab auch was gemalt. Das ist voll die unterschiedliche Ästhetik. Tod, Ei. Okay, tschüss. Picasso.